marschieren für die Welt, die von Waffen nichts mehr hält. Denn das ist für uns am besten. 2 Stunden vor dem Ende des großen Atombunkerversuches sind sie bereits vor dem sogenannten Sonnenbunker in Dortmund aufgezogen. Die Atomwaffengegner mit ihren Transparenten, Flugblättern, Plakaten und Parolen. Sie singen ihre Lieder, immer und immer wieder, Stunde um Stunde bis zum frühen Nachmittag. Und sie marschieren, mit dem Munde wenigstens. Marschieren wir gegen den Osten, nein. Marschieren wir gegen den Westen, nein. Wir marschieren für die Welt, die von Waffen nichts mehr hält, denn das ist für uns am besten. Gelegentlich gab es auch einen Zusammenstoß mit den Ordnungshütern. Ab 11 Uhr vormittags wimmelte der Bunkervorplatz auch von Reportern und Kameraleuten der in- und ausländischen Rundfunkanstalten, Fernsehstationen und der Wochenschauen. Wenig später säumen einige hundert interessierte Dortmunder die angrenzenden Straßen und zwischen ihnen warten zahlreiche Angehörige der Testpersonen. Sie haben also jetzt 6 Tage und 6 Nächte ohne Ihre Frau Gemahlin auskommen müssen. Ja. Wie haben Sie die Zeit als Strohwitwer überstanden? Naja, man muss ja auch mal Ruhe haben. Und außerdem hat mich meine Tochter, die in der Nachbarschaft wohnt, ganz gut betreut. Sie kommen aus Bochum? Nein, aus Witten. Aus Witten. Und sind auch Mitglied des Bundesluftschutzverbandes? Ja, ich bin Organisationsleiter in Witten. Aber Blumen haben Sie nicht mitgebracht? Habe ich nicht mitgebracht. Nein, die da wollen wir es zu Hause machen. Ich muss den Koffer tragen jetzt. Ah ja, das ist ja auch wichtiger. Aber Sie haben Blumen mitgebracht. Für wen, wenn ich fragen darf? Wir haben eine Dame aus der Ortsstelle Bochum. Die möchte ich jetzt im Empfang nehmen. Was heißt Ortsstelle Bochum? Ortsstelle, wovon? Bundesluftschutzverband. Aha, von Ihnen ist also auch eine Dame hier im Bunker. Wie alt? 52, glaube ich. Ganz genau. Und was macht diese Dame bei Ihnen? Also sie ist eine Helferin vom Selbstschutzzug vom Bundesluftschutzverband Bochum. Haben Sie in der Zwischenzeit irgendwie Kontakt mit ihr gehabt? Ja, wir haben einmal Post bekommen und da schrieb sie, dass ihr gut geht. Bloß es wäre ein bisschen warm da drin. Na nun, in 10 Minuten wird es soweit sein. Dann werden Sie Ihre Frau Gemahlin wieder in die Arme nehmen können und Sie auch Ihre Helferin wieder mit nach Bochum. Das in die Arme nehmen mache ich zu Hause mit den Blumen. Gut. Pünktlich um 12 Uhr entfernt ein Bunkerwart das Vorhängeschloss, dreht den Schlüssel im Kastenschloss und öffnet das Eingangsgatter. Der 144-Stunden-Test in diesem oberirdischen Betonkoloss ist zu Ende. In Gruppen zu je 20 Personen und im zeitlichen Abstand von je 10 bis 15 Minuten genießen die Bunkerinsassen ihren Auszug. Die ersten unter ihnen werden auch gleich vor die Mikrofone und vor die Kameras geholt. Entschuldigung, darf ich Sie einen Augenblick aufhalten? Ja. Den Test also praktisch um wenige Sekunden verlängern. Ja. Wie haben Sie ihn überstanden? Sehr gut. Und was war für Sie physisch gesehen die größte Anstrengung? Ja, kann ich eigentlich nicht sagen. Ich persönlich habe an sich leider einen sehr leichten Schlaf, sodass ich unausgeschlafen war. Das ist das Einzige. Aber es hat sich wieder tagsüber, hat man da ja Zeit genug gehabt. Und von welcher psychologischen Belastung könnten Sie sprechen? Eigentlich von gar keiner. Warum? Es war so sehr gut alles, nicht wahr? Wir hatten es uns härter vorgestellt, als wie es in Wirklichkeit gewesen ist. Warum haben Sie sich freiwillig für den Test gemeldet? Aus eigenem Interesse, um mal zu sehen, wie das ist, wenn ein Ernstfall eintreffen sollte, damit man sich selbst, seine Nachbarn und all die Leute eben belehren kann, wie es in einem solchen Zustand aussieht. Dort drüben sehe ich ihn kommen, den wir in den letzten Tagen nur gehört haben. Herzlich willkommen, Herr Wolf. Ja, endlich sehen wir uns wieder. Wie war es denn nun wirklich diese 6 Tage über? Nun, wenn Sie fragen wirklich, dann muss ich immer wieder dazu sagen, dass wir Journalisten es natürlich ein bisschen leichter gehabt haben als die Testteilnehmer und die Versuchspersonen. Aber ich würde sagen, in den vergangenen 6 Tagen und 6 Nächten haben wir doch ein bisschen von dem zu spüren bekommen. Ein bisschen, wie gesagt. Was auf uns alle zukommen wird, sollte einmal die Stunde X kommen. Bewiesen hat dieser Test nicht, dass man im Atomkrieg überleben kann, aber er hat immerhin bewiesen, ich glaube, das kann man sagen, dass selbst Menschen verschiedener sozialer Schichtungen, verschiedenen Alters,
eng aufeinander gepfercht in einem Raum miteinander leben können, wenn es ums Überleben geht. Sie meinen also, dass dieser Test dennoch seinen Wert gehabt hat? Das hatte ganz zweifelsohne, obwohl man natürlich sagen kann, er sei zu leicht gewesen. Aber ich muss dazu wieder sagen, er ist ein Stufentest gewesen. Und beim nächsten Mal werden die Bedingungen dann sehr viel schärfer und härter sein. Würden Sie unter den Versuchsbedingungen noch einmal in diesen Bunker einziehen? Natürlich. Jederzeit? Jederzeit. Auch morgen wieder? Na, morgen würde ich sagen, nicht. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sie sind heute genau 21 Jahre alt geworden, habe ich mir sagen lassen. Und dieses Geburtstagfest ist in dieser Nacht um 24 Uhr im Bunker gefeiert worden. Ja. Womit hat man Sie überrascht? Es ist großartig gefeiert worden. Wir hatten Kuchen aus Schwarzbrotscheiben mit Marmelade dazwischen. Dann bekam ich sehr schöne Blumen und alle möglichen Fresssachen von Journalisten, einen wundervollen Korb mit Wurstzipfeln und richtig lieb. Ganz, das hatten die eingeschmuggelt? Ganz furchtbar nett, ja. Und dann eine Zeitschrift bekam ich und ein zusammengeklebtes Bild aus Zeitschriftenresten. Und es war ganz nett, ich war ganz begeistert. Alle Leute waren so wahnsinnig lieb. Sie sind Studentin? Ja. Und warum haben Sie sich freiwillig gemeldet, an diesem Test teilzunehmen? Weil ich das Geld gut gebrauchen konnte. Mhm. Haben Sie es gut überstanden? Ja, es war überhaupt nicht so schlimm. Physisch? Gar nicht schlimm. Und die nervlichen Belastungen? Waren auch nicht schlimm. Dann schon eher die physischen schlimmer. Ja, das Sitzen auf den Bänken? Ja, man hat so wenig Platz. Und wie ist Ihnen die Verpflegung bekommen? Nicht sonderlich. Ich mochte es nicht sehr gerne. Aber im Notfall ist man ja froh, wenn man überhaupt was zu essen hat. Ja. Würden Sie einen zweiten Test wieder mitmachen? Ja, das würde ich tun. Des Geldes wegen wieder oder aus anderen Gründen? Des Geldes wegen. Wie haben Sie den Test überstanden? Sehr gut. Und welche Belastung war für Sie die stärkste? Eigentlich gar keine. Keine physische Belastung? Nein, auch gar keine nicht. Psychische? Nein, gar nicht. Haben Sie zuvor schon einmal im Bunker gesessen während des letzten Krieges? Nein. Würden Sie einen zweiten Versuch wieder mitmachen? Sicher. Und warum haben Sie sich freiwillig dazu gemeldet? Um zu wissen, wie es zugeht, wenn man im Bunker sitzt, damit man nicht dumm davor steht, um auch anderen zu berichten davon. Wir beobachteten Wiedersehens- und Begrüßungsszenen, als habe man sich Ewigkeiten nicht mehr gesehen oder als kämen die Bunker-Testpersonen gerade von der ersten, höchst gefahrvollen Reise zu einem anderen Stern zurück oder als seien sie nationale Sportplatzhelden. Die Szenerie nahm mehr und mehr den Charakter eines Volksfestes an. Das Schlimmste war vielleicht der Durst. Ja, wir sind etwas knapp gehalten worden. 1 Liter Flüssigkeit pro Tag und das ist ein bisschen knapp, aber es reicht aus. Die Testpersonen hatten ja mehrfach den Wunsch geäußert, ein kühles Bier zu trinken, wenn der Test hier vorbei ist. Sie sind erschienen, aber ohne Bier. Warum das? Mein Bier ist erschienen, also der Wagen mit dem Bier ist erschienen. Gott sei Dank, das hatte ich ja Ihrem Kollegen Herrn Wolf versprochen. Aber nach Lage der Sache haben wir doch im Moment abgesehen, das hier auszugeben. Es könnte falsch ausgelegt werden. Der 6x24-Stunden-Test ist auch an Ihnen, Herr Professor Schunk, nicht spurlos vorübergegangen. Zumindest möchte ich das in puncto Rasieren sagen. Das scheint nicht ganz geklappt zu haben hier. Ja, das war natürlich etwas schwierig. Es ist ganz klar, dass man bei der geringen Menge von Schlaf, die man hier zur Verfügung hatte, schon jetzt ziemlich abgespannt ist. Vor allen Dingen merke ich das auch an dem Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit. Ich habe auch ein Gewicht abgenommen, ich nehme an, so etwa 5 Pfund. Aber das geht ja mehr oder weniger allen so, die an diesem Versuch teilgenommen haben. Was war das Erfreulichste für Sie an diesem zu Ende gegangenen Versuch? Das Erfreulichste war doch letzten Endes, dass von den 144 Versuchspersonen 142 den Versuch durchgehalten haben. Und auch diese beiden, die ausgeschieden sind, sind nicht etwa ausgeschieden, weil sie nun die Nase voll gehabt hätten, sondern ein Mann musste ausscheiden, weil seine Frau lebensgefährlich erkrankt ist und er unbedingt nach Hause musste. Und eine Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie einen Krampfanfall bekam. Nun, sie war trotzdem so begeistert, dass sie bereits 2 Stunden später wieder hereinkommen wollte. Das haben wir natürlich mit Rücksicht auf die anderen Versuchspersonen nicht zugelassen, aber sie ist sogar heute zu Schluss des Versuches hier wieder erschienen und hat den Auszug der übrigen Versuchsteilnehmer mit an sich vorüberziehen lassen.